Am Wort ist der Frau Clubvorsitzende Sigrid Maurer. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher und insbesondere jene 100 Kärntnerinnen und Kärntner, die heute auf Einladung von Gabriel Obernosterer, einem sehr beliebten Kollegen von uns hier, heute auf der Galerie sind. Herzlich willkommen im Parlament. So, wir reden hier heute über die Gesundheitsreform und ich freue mich sehr, dass ich ausnahmsweise mal zu späterer Stunde eine Rede halten darf, weil es ist wirklich was Großartiges gelungen hier. Der grüne Gesundheitsminister legt hier die weitreichendste und tiefgehendste Gesundheitsreform seit Jahrzehnten vor. Es war uns wichtig, dass das kein Reformchen ist, das reicht hier auch nicht. Wir haben nicht den einfachen Weg gewählt, sondern uns langen und sehr intensiven Verhandlungen gestellt. Und wir setzen damit nicht nur die größten Veränderungen in unserem Gesundheitssystem seit Jahrzehnten um, wir sorgen damit auch für die Verbesserungen für eine extrem große Anzahl an Menschen. Denn die Änderungen, die wir jetzt beschließen, betreffen den Alltag jeder und jedes Einzelnen in unserem Land. In den Mittelpunkt dieser Reform stellen wir die Patientinnen und Patienten. Was erreichen wir für sie? Einen raschen Termin bei der Fachärztin in der Nähe statt langer Wartezeiten und die bestmögliche Behandlung auf E-Card statt auf Kreditkarte. Dafür schaffen wir nicht nur neue Kassenstellen, wir sorgen auch dafür, dass sie schnell besetzt werden und vor allem, dass sie dorthin kommen, wo sie benötigt werden. Ganz besonders dort, wo sie heute fehlen und in den Fächern, wo Mangel besteht. Wie gelingt uns das? Es gelingt uns damit, dass wir, indem wir das alte Machtdenken überwinden und die Einspruchsrechte der Ärztekammer abschaffen, die zu endlosen Verzögerungen geführt haben, die nicht zuletzt auch den Ärztinnen und Ärzten geschadet haben. Wir bauen Primärversorgungszentren in ganz Österreich aus, mit längeren Öffnungszeiten, auch am Wochenende. Wozu machen wir das? Damit die Menschen nicht mehr mit einer Erkältung in die Spitalsambulanz ausweichen müssen. Genau in diesen Fällen wird es überhaupt nicht mehr notwendig sein, sich krank in ein Wartezimmer zu setzen, denn künftig kann man sich per Videoanruf ärztlich beraten lassen, Symptome abklären oder ein Medikament verschrieben bekommen, das man einfach mit der E-Card in der Apotheke abholt. Wir bauen die Vorsorge aus, um Erkrankungen zu verhindern, damit die Menschen ein längeres und gesundes Leben führen können. Wir verbessern die elektronische Gesundheitsakte ELGA. Auch Wahlärztinnen und Wahlärzte müssen dort einheitlich dokumentieren. Warum ist das so wichtig? Damit Patientinnen und Patienten ihre Krankengeschichte, Befunde oder Röntgenbilder immer bei der Hand haben und dadurch die bestmögliche Behandlung bekommen können. Wir schaffen aber auch faire Arbeitsbedingungen für alle Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten und machen es attraktiv, eine Kassenstelle anzunehmen. Dazu haben wir uns geeinigt, dass der Gesamtvertrag zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer modernisiert und vereinheitlicht wird. Dann heißt es überall gleiches Honorar für gleiche Leistung vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Und nicht zuletzt geht es mit all diesen Schritten auch darum, dass wir die Spitäler entlasten. Wir hören die Hilferufe des Personals in den Krankenhäusern und wir handeln ganz entschieden. Wir stopfen hier nicht nur einzelne Löcher, wir verbessern die Strukturen dahinter. Und das ist ein riesiger Meilenstein. Mit neuen Spezialambulanzen und Tageskliniken, in denen Untersuchungen und Eingriffe außerhalb der Spitäler durchgeführt werden können. Eines steht nämlich fest, Durchhalteparolen reichen nicht mehr aus. Menschen dürfen nicht monatelang auf einen wichtigen Arzttermin vertröstet werden. Und genau deshalb nehmen wir jetzt all diese großen Veränderungen vor und investieren bis 2028 zusätzliche 14 Milliarden Euro in unser Gesundheitssystem. Für große Änderungen müssen bekanntlich große Widerstände überwunden werden und manche haben im Vorfeld hier aus Angst vor der eigenen Entmachtung die schlimmsten Schreckgespenster an die Wand gemalt. Und ich kann die dadurch ausgelöste Verunsicherung verstehen. Es geht schließlich um das Wertvollste, das wir haben, um unsere Gesundheit. Umso wichtiger ist es mir, ganz klar festzuhalten, all diese unwahren Behauptungen lassen sich sehr einfach entkräften. Wir handeln mit dieser Reform im Sinne der Patientinnen und Patienten in diesem Land. Wir verbessern die Arbeitssituation für all jene, die im Gesundheitswesen arbeiten und wir stellen unser Gesundheitssystem auch für die Zukunft auf sichere Beine. Am Ende ist es gelungen,
dass alle Seiten hinter dieser Reform stehen und wir sie heute im Sinne der Menschen in diesem Land beschließen können. Und dazu möchte ich dir, lieber Johannes, auch von ganzem Herzen gratulieren. Wir beide wissen, ich war etwas skeptisch, dass du diese riesige Reform auf den Boden bringen wirst, als du mir angekündigt hast, dass du das im Finanzamt gleich machen wirst. Ich ziehe meinen Hut, es ist eine unglaubliche Leistung und ich gratuliere von ganzem Herzen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Magister Gerhard Kanjek. Bitte, Herr Abgeordneter.